Heute bringe ich euch bei, wie ihr eine Karte an einem Ort verschwinden lassen und an einem Ort wieder auftauchen lassen könnt. Jetzt nicht so, sondern ein bisschen spektakulär. In dem Sinne, moin liebe Trickser und herzlich willkommen zu einem neuen Kartentrick mit Erklärung. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die ist jetzt gerade verfügbar. Ich verlinke euch in der Infokarte da oben einfach mal den Trailer. Da erfahrt ihr dann alle Infos zu unserem Baumpflanzprojekt. Für jedes Deck, das ihr nämlich vorbestellt, holzen wir einen Baum im Amazonas-Regenwald ab. Ich zeige euch jetzt erstmal die Performance des Tricks, den ich euch gleich erkläre. Und dann zeige ich euch die Performance des Tricks. Herr Do, einmal bitte eine Karte antippen. Okay, ich nehme die hier. Die hier? 100% sicher? Die hier. Okay, eine weiter. Die hier. Okay. Einmal bitte die Karte anschauen und vergessen ja. Wer. Ja. Okay? Ohne, dass ich jetzt irgendeinen Move mache oder ähnliches. Da vorne siehst du die Kartenschachtel, korrekt? Ja. Ich möchte, dass du bitte einmal alle Karten einzeln durchgehst. Dir wird eine Sache auffallen. Das kannst auch gerne du machen, ich übernehme die Kamera. Meine Karte ist dabei. Deine Karte ist da? It was at this moment that he knew. He fucked up. Und für die ganz wenigen von euch, die jetzt immer noch nicht wissen, worum es geht, diese Karte hier wird euch mitgeliefert. Das Besondere daran ist... Und jetzt wechseln wir die Perspektive und ich erkläre euch, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. Erstmal vorweg, in der Zauberkunst gilt immer, alle Wege führen nach Rom. Ich erkläre euch jetzt also nur eine einzige von Millionen Varianten, die ihr machen könnt. Das erste, was ihr tut, ist, ihr geht in das Kartenspiel und entfernt das Pik Ass. Ich weiß, das war jetzt etwas ausführlicher, Freunde, aber ihr kennt mich. Ich nehme mir lieber mehr Zeit dafür und erkläre es dafür vernünftig. Dankeschön fürs Anschauen des heutigen Videos. Viel Spaß beim Nachmachen dieses Tricks. Euer Matti und ciao.